aquaristische Veranstaltungen sind immer ein Gewinn fürs Hobby. Das dachte sich auch die Panterei GmbH und lud alle Aquarianer zu einem Thementag nach Breeling ein, etwa 20 Kilometer nördlich von Hannover. Am 8. Februar 2014 waren die Geschäftsräume gleich morgens voller Besucher. Die Erwartungen waren hoch. Hatte man doch hochkarätige Vorträge zum Thema Amerika, ungewöhnliche Schauaquarien, eine Verlosung und ein großes Angebot seltener und interessanter Fische versprochen. Ich bin total überrascht hier von dieser Artenvielfalt, die hier ausgestellt wird. Das ist Wahnsinn, auch diese Natur, weil das so ein Aquarium, das sieht man nicht jeden Tag. Die Vielfalt der Arten ist in der Tat sehr groß und das, obwohl Fische aus dem Standardprogramm des Zoohandels bewusst nicht angeboten werden. Rote Neon oder Guppies sucht man hier vergeblich. Stattdessen gibt es 6 Piranha-Arten, viele verschiedene Elwälse, eine Großauswahl an Erdfressern oder Hechtsichliden, die schon mal einige hundert Euro kosten können. Ich bin total erschlagen von dieser Vielfalt der verschiedenen Zierfische und Arten, die einem hier präsentiert werden. Und vor allem auch in diesem Rahmen mit den Schauaquarien ringsum. Und gerade in Bezug auf die Technik und die Pumpentechnik, die einem hier vorgestellt wird. Und das ist mal wieder eine richtige schöne Belebung des Hobbys Aquaristik. Also die Strömungspumpen werden von der Panterei GmbH selbst entwickelt und hergestellt. Sie und weitere Technik sind Teil des Gesamtkonzepts der Firma. Der Begriff Panterei bedeutet so viel wie alles fließt oder alles ist in Bewegung. In den Schauaquaren lässt sich erkennen, was damit gemeint ist. Die Tiere leben in naturnahen Verhältnissen in echten Biotopaquarien eben. Um artgerechte Aquaristik zu verbreiten und weiterzuentwickeln, findet es Geschäftsführer Matthias Kehlich nur konsequent, Aquarianer zum Meinungsaustausch über Biotope, Fische und deren Bedürfnisse einzuladen. Also ich halte dieses Event für ausgesprochen gelungen hier, weil es genau das vereint, was ich immer sage. Die Biotope kennenlernen, darüber reden und für den Aquarianer nachvollziehbar darstellen. Strömung, Jahreszeiten, klasse. Also dazu diese Kurzvorträge, die knapp und präzise sind, nicht zu lange, keine öden, langweiligen Geschichten. Die Vorträge der 3 Referenten gehörten zum Besten, was Aquarianern bisher zum Thema Amerika geboten wurde. Hochkarätig und vor allem mit nur 20 bis 30 Minuten Länge knackig kurz. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch. Der große Vortragsraum ist mit über 50 Stühlen ausgestattet. Doch der Andrang war so groß, dass bei allen Vorträgen einige Interessierte stehen oder gar draußen bleiben mussten. Die knapp bemessene Länge der Vorträge war zwar ungewohnt, aber die meisten kamen damit bestens zurecht. Also ich fand die Vorträge jetzt nicht zu kurz. Sie hätten natürlich stundenlang länger gehen können für richtige Aquarianer. Aber ich denke mal so, dieses Gestückelte immer halbe Stunde und so, das war schon genau richtig. Halbe Stunde quatschen, halbe Stunde zuhören. Zeit für die Zigarette dazwischen. Ich finde das total klasse, weil man hier auch natürlich viel Gleichgesinnte trifft, mit denen man sich austauschen kann und ja, eingebettet in so ein Rahmenprogramm mit Fachvorträgen von echten Koryphäen, sag ich mal, war das echt eine gelungene Aktion. Und während Welskoryphäe Ingo Seidel Fische nur ablichten wollte, stöberten viele in der Verkaufsanlage, um das Angebot zu sondieren oder ein paar Tiere zu erwerben. Jetzt tut's gleich weh. 10% Sonderrabatt am Thementag beeinflussten die Kaufentscheidung positiv. Doch hauptsächlich fanden Besucher hier langgesuchte Fische. Die Zeiten zwischen den Vorträgen wurden gern genutzt, um die leckeren südamerikanischen Speisen zu probieren. Zu Stoßzeiten gab es da kurze Wartezeiten, aber das war verschmerzbar. Insgesamt war die Veranstaltung sehr stimmig und kaum einer vermisste etwas. Ja, für mich waren es ein bisschen zu wenig Salmler aus Südamerika, aber der Schwerpunkt lag halt wohl eher auf den Wels und den Buntbarschen. Deswegen bin ich ja gekommen, in der Buntbarsche zum Beispiel. Ja, die sind ja auch toll. Die sieht man einfach nicht an jeder Ecke. Und auch die moderne Technik, was wir hier aufgebaut haben, ist schon hammerhart. Also wirklich. Ja, allen voran das Strömungsaquarium mit dem großen Luteus ist natürlich wunderschön. Im Bachaquarium wird eine enorme Strömung generiert durch 2 große Strömungspumpen der Panterei. Die gelben Schilderwälse sind vergesellschaftet mit Rheophilen, also strömungsliebenden Raubsalmlern. Obwohl es im Aquarium viele ruhige Bereiche gibt, bevorzugen beide Arten die starke Strömung. Die Salmler der Gattung Salminus erinnern im Schwimmverhalten stark an unsere heimische Bachforelle. Das 4 Meter lange Strömungsbecken ist eine der Hauptattraktionen des Thementages und der Panterei-Galerie.
Hier kann man stundenlang sitzen und die Fische in einem naturnahen Biotop beobachten. Die gelben Schilderwälse fühlen sich offensichtlich wohl hier und das ist auch gut so. Denn Hypostomus luteus sind schwierig zu beschaffen und Preise deutlich über 500 Euro pro Tier sind üblich. Mit einem ausgefüllten Los hatten die Besucher die Chance, einen Hydrovisat ECM 42 zu gewinnen, die neue Strömungspumpe der Panterei im Wert von 498 Euro. Etwas unkonventionell wurde ein Los direkt aus der Losbox gezogen und dann der Name des Gewinners bekannt gegeben. Benjamin Meinen aus Mörs. Einen weiteren Preis gab es für die weiteste Anreise. Hat jemand mehr als 510 Kilometer auf der Uhr? Eine Tour. Ja, das wäre der Preis. Ich hoffe, I hope you don't have it already. Auch während der Verlosung wurden Fische gefangen und für den Transport verpackt. Die leeren Aquarien der Verkaufsanlage bieten nun Platz für neue Importe und neue Arten. I love to come here again and see this new species. And the people here is really nice, and I like the knowledge they, especially Jens, is really great because he's into the same the species and genus as I am, and yeah, it's really great. I'm here for the first time, but I'm very impressed about the tanks with a strong current, and I've never seen that before. So I'm very impressed with this job and with the quality of the fishes and yeah. Everything. Viele seltene Fische und kompetente Ansprechpartner sind Grund genug, zur Panterei Kontakt zu halten. Mit dem ersten Thementag verabschiedet sich die Firma endgültig von ihrem Image, ein Geheimtipp zu sein. Eine aktive Öffentlichkeitsarbeit wurde gestartet und einige weitere Aktivitäten sind geplant. Wie ich so erfahren habe, soll das ja jetzt quartalsweise in Zukunft stattfinden, mit so einem Thementag. Und das finde ich eine super Sache und bin auf jeden Fall beim nächsten Mal schon dabei. Ja, also ich komme wieder. Ich auch. Ja, auch mal so zwischendurch wahrscheinlich. Ja. Viele werden sich verwundert gefragt haben, welche Funktion die beiden Blechrohre über dem Aquarium im Hintergrund haben. Es sind Lichtschächte, die Sonnenlicht vom Dach ins 4600 Liter große Holzaquarium lenken. Kompromisslos naturnahes Licht.